Frage: Können Sie sich vorstellen, erneut eine Führungsposition wie seinerzeit in Hamburg in der Politik zu übernehmen? Nein, das sage ich ganz klar. A, habe ich Kinder, schulpflichtige Kinder, und ich weiß, was ein Leben als Spitzenpolitiker, und das gilt für alle, auch für alle Parteien, was das bedeutet, gerade wenn man schulpflichtige Kinder hat. Deswegen möchte ich das meiner Familie nicht antun. Auf der anderen Seite juckt es einem natürlich schon, wenn man auch solche Talkshows im Fernsehen sieht und dann mitreden möchte. Und so bin ich übrigens auch zu den Mittelständlern gekommen, weil ich habe hier Markus Lanz und Maybrit Illner und wie sie alle heißen im Fernsehen angeguckt, saß immer vorm Fernseher und habe ordentlich mitgeschimpft, bis meine Frau zu mir sagte, also hier nur auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken und rumschimpfen, das kann es nicht sein. Und als mich der damalige Präsident des Verbandes dann ansprach, meinte, das ist ja auch was Politisches. Ich habe gesagt, ja, das ist was Politisches, was ich mir vorstellen kann. Ich muss auch sagen, ich bin mit Herzblut jetzt für Mittelstand, für mittelständische Unternehmer da. Darin sehe ich meine Berufung, das möchte ich weitermachen. Und mein Part an Politik habe ich geleistet.